rüber. Hoch. Einmal. Bild ist auch wieder da. Sehe ich ihn. Passt. Würde ich sagen. Juhu. Weiß gar nicht. Ob Luft schon wieder da ist? Weiß ich nicht. Noch ist, noch steht er hier AFK. Ich bin sowieso mal gespannt, wie weit wir es heute schaffen. Wie geht's denn so, Mann? Thrall Hall. Ach, das ist dieser Bombenbeauftrag. Na komm. Na ja, warte mal. Mache ich den Bombenbeauftrag schon mal. Fly, fly away. Heute sind aber viele Freunde online. Ich lerne, Bildchen startet. Ja. So funktioniert das, ne? Ist das hier überhaupt schon? Ja. Aber ich muss den da reintreffen, glaube ich. Ja, ja, nein, ja. Tada! Tada! Oh Mann. Ich hasse diesen Stuhl, ey. Er geht nämlich immer runter. Ohne dass man es will. Mittlere Maustaste nutzen für die dann verschwindet der Ticker. Muss nicht nur auf die Bombe klicken. Ah, okay. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay. Danke, Kitty. Was ihr wolle. Haltet euch vom Voodoo fern. Ja, ja, ich halte mich vom Voodoo fern. Die Geister mit euch sein. Das, Kitty. Aber einmal. Jacke aus. Ja, so brauche ich keine Jacke. Ja. Glorreiche Frage, wie kriege ich jetzt? Ah ja. Ich habe einen Hut. Warte. Ach, jetzt stimmt. Na, irgendwie sieht das cute aus. Also ich glaube, meiner Blutelfe würde ich sowas jetzt nicht aufsetzen, aber... Es sieht auf jeden Fall cute aus. So, jetzt einmal Ventilator wieder an. Was habe ich denn eigentlich? Ich habe auch so einen Hut. Huch. Tunika. Meinen Hut werde ich nicht ändern.
Oh mein Gott. Camping Time. Das ist cool. Das ist echt cool. So, kurz Dinge austauschen. Meine Haare heute nochmal trocken werden? Im Pizza ist geklümmelt, belegt und im Ofen. Yay! Kann mich zu dem Lager auch hinporten. Okay, das ist echt cool. Also diese komische Flugdingensmission hatten wir jetzt schon gemacht, die man hier bei dem Kommandanten macht. Haare. Ich hab schon wieder Haarausfall. Also, das war das Einzige, was wir in deiner Abwesenheit gemacht haben. Tschüss! Tschüss, Tüfte! Kehr als Held zurück! Wird? Abenteurerführer. Dungeons. Wäre super. Kannst du gerne machen. Kann mich ja schon mal ins Ding setzen. Rein theoretisch. Rein theoretisch könnte ich mich auch reinsetzen. John. Können wir gern machen. Ganz gern mit. Ganz gern mit. Dürfte kommt wieder. Beziehungsweise würde ich uns einmal dann gleich in den Dreier ziehen. Oder warte, ich kann mich einfach schon mal. Ja, dann kann keiner nachschauen. Ich hoffe. Ja, so. Ohohoho. Cat. I'm a kitty cat. In the dance, 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 in the dance, dance, dance. Los. Kitty! Na? Na. Oh, also, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, war mir echt kalt, weil das war immer so, jetzt, ja, so warm. Och, oh, angenehm. Gott. Einfach nur angenehm. Warum habe ich nochmal ein langes T-Shirt angezogen? Weiß ich nicht. Ja, weil mir kalt war, ne? Ach, was ist schon kalt. Ich hab so putzig mit diesem Lager. Also ich fand das voll toll. Die Tasche haben wir eigentlich. Ja. Dein Haus, die ist so cute. Manchmal Puder? Ja, der ist so cute. Ich hab auch was anderes. Warte, dafür muss ich ganz kurz über meine Haustiere. Wo ist er denn? Haustierchen. Haustierchen. Da. Verschwören. Warum taucht er nicht auf? Will ich nicht. No. Baby Winston. No. Hab ich auch noch. Oh. Hab ich ja gekriegt, weil ich Overwatch spiele. No, süß. Ich hab Salem. Also ich habe eigentlich mehrere. Wie viele hatte ich? Irgendwas um die 60? Ich habe ja nicht so viele. 65. Das meiste habe ich von Dufte gekriegt. Das meiste hatte ich von Dufte. Ich hatte nur 70 Katzen.
Dann läuft unser Buff eigentlich noch. 2 Minuten, ich sollte mal den Buff aktualisieren. Hui, Buff! Puff, puff, puff. Ich hab bestimmt noch was über... Oh je. Yeah. Das glaube ich gerne. Info, ihr müsst erst noch eine kleine Mission für den Hauptmann da machen und dann müsst ihr gleich nochmal in die Schlucht fliegen. Und die Mission danach kann man immer wieder wiederholen, die geben aber keine EP mehr. Also der Typ wird danach nochmal ein Fragezeichen haben, Ausrufezeichen haben, aber die ist einfach dauerhaft wiederholbar, warum auch immer. Das heißt, warte mal. Ah ja. Ach ja, okay, dann muss ich also nochmal. Okay. Genau. Dann schmeißt ihr halt der normalen Bombe rum. Die ist dann dauerhaft wiederholbar. Nee. Ich mag meine Hörner. Kann gut sein, dass es für Ruf ist, aber... I don't know. Ich fahr schon mal weiter. Ja. Ich nachdem ich weiß, warum der Kreis da jetzt noch immer vorhanden ist. Wie geht da nochmal? Ach, das ist das, oder? Nee. Ich bin gerade schon wieder verwirrt. Pass auf, am Ende. Ah, nee, doch, das. Nee. Ach, doch, das. Der kleine Bombe. Die Typen töten, die und so weiter. Ah, du bist falsch geflogen, einfach. Ja, ich bin falsch geflogen. Aber komplett. Ja. Wie komme ich wieder zurück? Wie komme ich? Weil das obere war. Achso, das obere war einmal nach Dingens zurück. Wie komme ich wieder zurück? Ich bin zurück zu meiner Mama. Mama, dann müsste es ja wieder nur einen Flugtypen gehen, normalerweise. Ich will zurück zu meiner Mama. Wie kann ich euch helfen? Ah ja, dann komme ich direkt da erstmal hin. Aber. Hey. Ja, passiert. Ja. Oh je. Flieg doch nicht so nah an dem Typen dran. Der hat mich schon mal auf dem Gewissen gehabt. Aber nicht auf dem Ding. Da stand ich AFK oben und hab nicht gesehen, dass der auf mich zukommt. Böses Ding. Pen & Paper war gestern sehr toll. Wir hatten sehr viel Spaß wieder. Echt? Ja. Aber meine Spieler haben wieder sehr gelitten. Sie haben sehr schnell bemerkt, dass der Oktopuskönig dezent stark ist mit seinen 8 Armen. Ja, gut. Also sie hatten richtig Spaß in der Bank. Sind sie verzweifelt im Kreis gelaufen? Also die hatten so ein bisschen Probleme dann irgendwann auch mit Atmen unter Wasser, weil der Oktopuskönig die Sirenen einen nach dem anderen getötet hat. Ja, gut. Ja, ich hatte gestern Abend erstmal vergessen, dass du ja dann Pen and Paper hast. Da dachte ja, ich, Scheiße. Ja, normalerweise hätten wir halt so geschrieben, hast auch schon lange Feierabend gehabt, aber wir haben länger gespielt, damit wir das auf jeden Fall noch Ende kriegen. Beim nächsten Mal steht dann noch eine Nebenmission an, wodurch sie dann nochmal Level kriegen. Danach Ausrüstung in der Stadt und RP. Mhm. Und danach kommt schon dann. Danach die Session ist dann schon Finale. Oui. Dann kommt dann Endboss und True Endboss. Sehr geil. So, das hier nehme ich jetzt noch nicht an. Ich will erstmal wieder zurück. Nein, ich hoffe, Kitty. Hallo. Meine Runde fällt leider aus. No. No. Ja, das ist natürlich kacke. So. Ich will erstmal wieder nach da hinten. Ich hab's halt praktisch, weil ich die Termine mache. Ich bin ja der Dungeon Master. Ja, gut. So, ich drücke einfach Namen. Ja. In 3 Jahren bin ich auch mal wieder da, wo ich hin wollte. Ich bin ja schon sehr gespannt, wenn wir dann irgendwann in den ersten Dungeon kommen, wenn ich mich dann als Heiler beweisen darf. Das kann ja nur gut werden. Ich hab sowieso die Arschkarte.
Ja, das Gute ist halt, als Jäger, du stehst recht weit hinten. Ja, das ist... Lokta. Da! Krach. So! Was? Hä? Ah, nee. Mokka. Hä? Na, ich werde zum... was muss ich denn jetzt machen? Wie komme ich denn da jetzt hin? Vorwärts zum Sieg. Und Tiefe musst du. Seines, der Rückenbrecher Postels. Warum hat er mich denn eben dann einfach direkt wieder abgesetzt? Weiß nicht. Normalerweise ist das Richtige. Ich krieg immer die Bugs. Ach, leck mich doch. Das wird schon, wir werden ja mal gucken. Ich habe die Dungeons, die hier sind, tatsächlich bisher nur allein gemacht. Als ich auf 50 war. Bin allein durchgerusht. Also anders kenne ich die schon gar nicht. Jo, ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Erstes Mal Heiler. Erstes Mal überhaupt in der Gruppe. Als Krieger bin ich es gewohnt. Als Furor-Titanengriff-Krieger. Ich bin es gar nicht gewohnt. Ich krieg jetzt schon Panik. Wir schauen dir als Pet noch schön vorher noch ein Puma oder so. Mal gucken. Oh, was muss ich jetzt hier machen? Ist zu weit entfernt. Ja, zu weit entfernt, ich weiß. Danke. Ich bin außer Reichweite. Ja, ich weiß es doch. In einer Art getötet. Schon. Schmiedebeste Singles ins Kopf. Yay! Jetzt Hexenmeister-Main, sage ich immer, alles kein Hexenwerk. Ach, dufte. Ich, ja, mal gucken. Mehr als sterben kann ich ja nicht. Wie geht's denn so, Mann? Später. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind denn nicht so in der Indie denn? Thrall Hall. Für die Horde. Ach, nochmal. Die normalen Indies müssten wie bei Final Fantasy sein, ein Tank, weil die D ist ein Heiler. Ah, 5, okay. Also einer mehr. Einer mehr, sagt Dufte. Waren es echt 3 DDs? Okay. Ja, gut. Dann beten wir mal, dass es nicht toxisch wird. Ich muss näher ran. Okay, ja, mal gespannt. Das ist noch nicht bereit. Weiß ich doch, dass das noch nicht bereit ist. War doch nur ein Versuch. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Ja, leck mich. Hier mit eurem zu weit. Nicht so zu weit.
Muss nur dran glauben, dann trifft man. Ja, ist so. Das dachte sich mein Spieler gestern auch. Bis sie bemerkt haben, dass der Kraken eine Rüstungsklasse von über 40 hat. Ja, gut. Da ist noch ein bisschen Money. Ein Diener will noch töten. Aber tatsächlich gleich an dieser einen scheiß Kanone oder was? Nein! Nein, das war aber dann in meinem Typen. Ich muss näher ran. Den ich nicht mehr getroffen habe. Nein! Ich muss beim ersten Mal auch zwei Runden fliegen. Bitter. Aber doch bitter. Einfach. Chili in den Teig gemischt. Klingt geil auf jeden Fall. Aber meine Chili-Erfahrung gestern hat mir gereicht. Das war eindeutig zu scharf. Aber lecker. Als es dann nicht mehr scharf war. Mokra. Ach, das ist schaden. Mega eure Willigen. So, und jetzt wegen einem einzigen. Dann nochmal hin. Dass meine Ausrüstung nicht besonders gut ist, ey. Jetzt wird es blöd, wenn das Fegefeuer über die Zunge fallst. Kannst du laut sagen? Ich bin außer Reichweite. Ach komm. Jetzt. Kannst du die Runde jetzt bitte abkürzen? Ich hab's geschafft. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Ich würde es mir damit ja nur eine Freude machen. Gucken wir uns da die Gegend an. Die so schön vielfältig ist. Eins von 8 Kapitel erst. Aber mein Main habe ich bisher alles ganz gut abgequestet. Der ist aber auch schon 1, 2, 3, 4 im 5. Gebiet. Mein Main hängt irgendwo in den Shadowlands rum. Mein Panther. Ja, meiner hängt genau hier oben. Bei Schergrad. Oh. Da hockt der irgendwo. Ja, gucken. Ob ich es irgendwann mal weiter schaffe. Wäre ja nicht verkehrt. Spenden. Flieg schneller! Oh. Endlich. Was braucht ihr? Kraft. So. Loktar. Muss ich das nochmal annehmen? Seid sicher. Raus damit. Ja, jetzt wiederholt sie sich. Kann man jetzt immer und immer wieder annehmen. Gefühlt kriegt man dafür aber nichts. Für okay. Die Horde.
Also nichts annehmen. Weißt du nicht, wofür sie sich lohnt? Vielleicht wird es ja später für Ruf, aber sonst. Hm. Gerade die Mail da nichts so, ja, gerade. Hm. Okay. Ja, ich hab meinen Himmelsross. Ich springe wieder von irgendwo ganz oben. Was auch sonst, ne? Ich werde ganz oft sterben. Hier schön durch alles durch, was ich vielleicht nicht tun sollte. Wow. Ich werde sterben. Nein. Ich bin vorher immer reingerannt. Aber ich scheine. Nee, alles gut. Ich kann dich wiederbeleben, echt? Deswegen. Ach so, ja. Ich bin hier gerade. Ich bin heile. Ich hab nur Ritz. Ich hab nur Ritz. Aber ich glaube auch, wenn ich in Geisterform bin. Nee, dann leicht, also dann sehe ich dich da ja nicht mehr. Ja. Alles gut. Weil ich bin halt vorhin den Dingensetter da rein. Ich hab nicht gereiht, dass der da ist. Das hat deine Seele schon gelöst in dem Moment. Ja, ich bin schneller als alles andere. Nur nicht beim Weglaufen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich visiere doch. Ich visiere doch. Ich habe kein Ziel. Lass mich leben. Hey, mein erster Tod. Ich hab's voll drauf. Ich bin der Hammer auf vier Hufen. Boah, ich will fliegen können. Hab keinen Bock mehr. Ich hasse es, auf dem Boden zu leben. Aber noch ein bisschen. Ja, leider. Oh, ich wurde ausgepeitscht. Ich brauche ein Ziel. Wurde ausgepeitscht. Nein. Ich habe kein Ziel. Das Ziel ist ja schon tot. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Irgendwo im Nirgendwo. Etwas anvisieren. Komm. Ich will fliegen. Ich gehe bessere Ausrüstung. Meine Ausrüstung ist voll mit Popo. Echt? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ich habe kein Ziel. Ich habe halt keine Schulter, ich habe keinen Rücken als Rüstung, ich habe keine Ringe, kein Schmuck. Ringe habe ich auch nicht. Der Wulperer startet halt mit einem Hemd, einem Handgelenk, Handschuhen, Gürtel, Hose und Schuhe. Damit startet er. Ja, gut. Bevor ich das Hütchen gekriegt habe.
Das glaube ich dir gerne. Oder? Dufte lacht erstmal. Juhott, mein Pferdchen, juhott. Bitte diesmal nicht sterben. Oh. Mm. Diese Samtpfote hat ein Leben am Limit. Hey, es sind nur noch 20 Stunden. Ja. Oh. Oh Gott. Grausam werde ich sterben. Mit 20 Stunden voller Freude und Abenteuer. Voller Müdigkeit. Oh, da hat jemand eine Spinne als Pet. Warum tut man sowas? Oh, oh. Ist ja wieder... Es sollte Leute geben, die mögen Spinnen. Nee. Oh, wenn ich dieses Beinchen schon sehe. Zieht sich bei mir direkt alles zusammen. Oh. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Jo, hier muss ich gleich erstmal ein paar Quests annehmen. Aber zuallererst. Mit der Sprache. Nein, ich will nicht looten. Ich will angreifen. Wie, du willst nicht looten? Nee, grad nicht. Nicht, wenn ich angegriffen werde. Dich gar nicht. Oh, ich liebe diesen Bogen. Oh, Stammesgenossen. Ja, hier hin. Viele Blutelfen rum. Ehre den Sindorai. Oh, toll. Aber kein einziger Brückpäfer. Und zu dem Zeitpunkt gab es die auch noch gar nicht. Wann kamen die eigentlich? Battle for Azeroth. Ja, okay. Ich. Möge eure Klinge niemals die waren irgendwo sein. In diesem Gebiet, aber in der Wüste. Ja, gut. Oh, Katze. Ich finde die Katze toll. Ich auch. Aber dafür gebe ich kein Geld aus. Doch, ich musste. Also, WoW ist mit eins der Spiele, für die ich am wenigsten bisher Geld ausgegeben habe. Und auch wahrscheinlich nie großartig ausgegeben werde. Aber Katze ist... Katze und Leuchten. Was soll ich sagen? Ich habe ein Problem. Ich glaube, die MMOs, für die ich am meisten Geld ausgegeben habe, waren FF14, Lotto und Fiesta Online damals. Also allein Schulzeit, das sind bestimmt 700 bis 800 Euro drin gelandet in Fiesta Online. In den kompletten letzten Jahren. Das hat ja... wann? 2010 schon angefangen?
Ich glaube, FF hat meinen Main-Account von WoW damals sogar überholt, was das Geld ausgeben geht. Echt? Allein schon von den Monats-Abos. Weil ich habe damals WoW, ich glaube, knapp 1000 Stunden gehabt und bei FF bin ich ja schon dezent drüber. Dezent, ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das Interessante ist, wir könnten jederzeit eine Indie sogar machen. Wir haben schon ein paar frei. Ich habe kein Ziel. Echt? Mhm. Wir haben Burning Crusade normal frei. Blutkessel, Höllenfeuerbollwerk, die Sklavenunterkünfte und den Tiefensumpf haben wir frei. Ja, ich gehe ja meist von Gebiet zu Gebiet vor. Ich weiß gar nicht, welche Indie zu welchem Gebiet gehört. Zuerst etwas anvisieren. Hier ist es der Blutkessel, zerschmetterte Hallen, Höhenfeuerbollwerk und dann gibt es einen Schlachtzug. Makteridons Kammer. Antwort genug. Ja, da steht's. Die zerschmetterten Hallen werden wir zum Beispiel gar nicht angezeigt. Du musst dann einen etwas höheren Stufe. Nee. 10 bis 50, ey. Hm. Ja, eine Dungeon hat in der Inhaltssuche, beziehungsweise Dungeon Browser nicht angezeigt. Dungeon Browser. Vielleicht erst nach einer bestimmten Quest. Ich brauche ein Ziel. Ich muss etwas anvisieren. Dass wir erst in der, ich sag jetzt mal, Story ein bisschen vorgekommen sein müssen. Wäre so das Einzige. Ich hab's halt immer am Ende eines Gebiets gemacht. Das könnte gut sein. Ich habe kein Ziel. Ich liebe Innis, genau wie in Final Fantasy. Innis sind toll. In Final Fantasy mag ich's. Wenn's toxisch wird, dann nicht. Also bis jetzt sind die Innis, die ich mit meinem Main gehabt habe, hatte ich eigentlich sehr selten toxische Leute. Als ich zum ersten Mal geheilt habe, da hatte ich toxische Leute. Ich hatte ja schon davor einen Healer mal ausprobiert, aber da habe ich mir gedacht, nee, das tue ich mir nicht an mit Randoms. Ich habe kein Ziel. Man sollte wissen, wo man nicht runterspringt. Manchmal lernt man daraus. Ach Gott, das ist viele Missionen. Holy Macaroni. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Mission gibt's viel, ja. Ich brauche ein Ziel. Hier springe ich schon wieder runter. Ich glaube, ich weiß wieder, warum ich größtenteils mit Indies gelevelt habe. Ja, so ein Teil lese ich, oder was heißt, lesen ist es ja nicht, überfliege die Texte teilweise. Das Problem ist, vorlesen würde halt einfach zu lange dauern, das heißt, ich überfliege sie für mich, damit ich sie wenigstens mitkriege. Nicht alles, zumindest das, was ich schon zweimal gelesen habe, nicht. Das, wo ich weiß, dass ich es nicht gelesen habe beim letzten Mal. Das brauche ich nicht. Ab den Zangamaschen sieht es anders aus. Da muss ich fast alles überfliegen. Oder halt zumindest kurz lesen. Boah. Seid sicher. Versuche sicher zu sein. Ja, hier ist ein anderer Vulpera. Vulpera. Weiblich. Scheinbar. Yay, Vulpera. Okay, da hinten ist irgendwas. Hm.
Ja, das ist ein Gebiet, das wir schon mal gemacht. Ja, also wie gesagt, die Höhenfreihalbinsel brauche ich fast gar nicht mehr großartig lesen. Wie gesagt, ab den Zangermarschen, weil da habe ich gar nicht gelesen mehr. Guck, oh, wollte ich mal so der Gehalt noch gehen. Ich bin festes Nest, das ist doch okay. Deswegen, hier sehe ich das gerade nicht ganz so eng, wenn ich was skippe. Nachschüttliche Zauberer und nachschüttliche Rittertöne. Jetzt sollte ich unten lang gehen. Ich weiß nicht mehr, wie man da hochkommt. Da glaube ich. Ich bagge mich hier einfach irgendwie bagge ich mich hoch. Alter, 11 Uhr schon. Ich weiß gar nicht, wann meine Eltern nach Hause kommen. Die sind ja momentan bei Freunden. Ich muss dir erst etwas anvisieren. Ich, die immer stolz ist, wenn sie mal ein Viech erlegt hat. Ziel. Warte, erst Zauberer. Wie viele Zauberer muss ich töten? 6. Also, wow. Ich habe kein Ziel. Zauberer? Das ist zu weit entfernt. Stirb, Zauberer! Ich brauche ein Ziel. Okay. Aber du bist doch kein Zauberer. Nö. Aber ich dachte, ich sag trotzdem einfach mal okay. Ich tue so, als wäre ich ein Zauberer. Bin inkognito unterwegs. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, doch, ich weiß so, wie man plündert. Oh, ich sehe gerade, unser Buff ist ausgelaufen. Ich muss wieder in eure Nähe kommen gleich. Ja. Einmal Buff-Aktualisierung ein machen. Zebra-Einhorn? What the... Was ist das? Ein Zebra mit einem Horn. Ich werde verrückt. Also jetzt habe ich alles gesehen. Zebra-Einhorn. Ich weiß nicht. Das hat tatsächlich ein Horn. Und ein Bart. Cool. Wer das erste. Werft im Front. Oh, immer. Okay, ja gut. Aber. Etwas seltsam, das Vieh. Aber schon das sieht trotzdem cool aus. Solange es keine Spinnen sind, habe ich auch nichts gegen andersartige Mounts. Nur so ein Spinnenmount werde ich mir niemals besorgen, falls sowas. Fahre doch sowas gibt es noch. Spinnenmounts. Bestimmt. Ja. Das werde ich mir sicherlich nicht antun. Der Sieg ist nahe. Ich glaube, als Kampfbegleiter waren Spinnen gar nicht so scheiße wegen ihrem Gift, glaube ich. Ich habe sogar Giftspinnen und so. Ja. Da werde ich definitiv von einem Problem rutschen, weil ich werde mir keinen Spinnen. Ich bin Viech als Begleiter holen. Das weiß gar nicht, was mein Jäger dafür Dings hatte als Begleiter. Richtig ekeligen haben, aber nicht so viele. Also 1 Million Gold kostet. Ja, gut. Das. Sehe ich so ein Viech, bin ich eh schneller weg. Am schlimmsten, zumindest in den Gebieten, die ich kenne. Ich habe ja gehört, dass es noch schlimmere gibt. Ist. Nein. Da. Irgendwo
Hier unten. Da. Das müsste, meine ich, genau das sein. Ist dieses ekelhafte, die riesigste Spinne, die ich in WoW bisher gesehen habe. Genau da unten. Ich habe ein Trauma von dem Mistvieh. Vor allem, ja, töte das und das Ding. Okay, du gehst so nichts an, den Hügel rauf und dann siehst du nur diese riesen Beine. Diese hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter wabern. Nee, die ist in Ordnung. Sowas ist in Ordnung. Das sieht für mich aber auch nicht nach einer Spinne aus. Vor allem hat so vier Beine. Die ist in Ordnung. Mit der kann ich dealen. Also, handeln, ne? Das ist kein Problem. Bei NT 3 Ausdauer, 2 Crit, 1 Vielseitigkeit. Zu NT 3 Ausdauer, okay, dann sind schon so 2. Das heißt, mein Gürtel ist besser. Na komm, dahin. Hui. Ich bin vielleicht nicht ganz so intelligent, dass ich hier hochgerannt bin. Ich, die jetzt einen Ort sucht, wo sie runterspringen kann. Oh. Okay, das passt noch. Ist da nicht auch irgendwo eine Quest? Stimmt. Dahinter. Muss man da jetzt außen rum oder kann man da... Nee, ich glaube, da muss man außen rum. Glaube ich, oder? Kann man da durch? Okay. Dann außen rum. Ich mag meine leuchtenden Hörner. Die sind cool. Richtig wild. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich durch... Ein Prime Loot? War das dieses Prime Loot Ding? Genauso wie. Ne? Was daneben? Genauso wie diese beiden. So, das wird ja auch sehr schön. Ich brauche ein Ziel. Komm, ich mal zu euch hochgedüst. Ich muss da jetzt auch hin. Okay. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Zum Flabber. Und ich düse im Sauserschritt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Im Moment. Über das Internet, wie er spinnt. Wobei, es kann auch an Twitch gelegen haben bei dem Ruckler. Das war aber heftig. Immerhin ist es nicht so schlimm, wie als Vodafone diese Probleme hatte und komplett Twitch der Chat nicht funktioniert hat. Ja, gut. Oh, das war schrecklich, ey. Konnte mit niemandem schreiben, außer den Großen. Bei denen ging es komischerweise. Also bei Gronkh etc. Da hat der Chat komischerweise funktioniert, nur bei den anderen nicht. Ja. Alles, was unter 1000 Zuschauer hat, funktioniert nicht. Nett. Mhm. So kann man auch sagen, hier. Ich habe ne? Ein Ziel. Macht mal was anderes.
Geh zu den Großen, die Chats sind unwichtig. Ja. Oh. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich bedenke, dass ich jetzt noch fit bin. Ein paar Stunden schon nicht mehr. Ich muss dran denken, dass ich heute Abend mein Abo aktualisiere. Oder verdammt ab. Ah. Ja, dann kommt direkt der Prime wieder rein. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Prime. Da geht's abwärts. Aua! Ich lebe noch. Ich folge einfach Dufte. Dufte weiß, wo es lang geht. Ich brauche ein Ziel. Ja, ich versuche euch hinterher zu kommen jetzt. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Oh, ich habe einen Krampf. Ich habe einen Krampf in meinem linken Daumen. Ich habe den gerade so ein bisschen überstreckt. Ja, nicht ganz wie? So. Frag aber bitte nicht wie. Irgendwie ging's. It's magic. Mhm. Ich kann das nicht. Genauso wie mein Stuhl, der einfach irgendwann mal runtergeht. Aber nur, wenn ich in einer gewissen Position sitze. Wenn ich so wie jetzt sitze, dann ist alles gut. Ich brauche ein Ziel. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Ja. Wissen wir. So.